meine Damen und Herren, heute halte ich Ihnen die schwierigste in der Reihe meiner Vorlesungen. Ich bitte Sie, lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht gleich fallen, wenn Sie nicht verstehen. Es kann durchaus sein, dass im Laufe der Vorlesung durch glückliche Formulierungen es Ihnen plötzlich aufgeht, worum es sich handelt. Es ist etwas, was Sie in meinen anderen Vorlesungen nicht so hören werden, was sozusagen im engsten Raum der Philosophie stattfindet. Und mit einiger Furcht beginne ich, Ihnen vorzutragen. Im Kosmos und in der Geschichte erweitern wir ständig die Grenzen unseres Wissens. Es ist, als ob wir uns in der unabschließbaren Unendlichkeit des Kosmischen und des geschichtlich Realen verlieren. Vor beiden wird die Geringfügigkeit unseres Daseins uns stets bewusst. Aber der Kosmos, er schweigt. Weiß er von sich? In seiner Stummheit finden wir nicht das geringste Zeichen, dass er ein Wissen seiner selbst hat. Wir aber wissen von ihm. Wir sind die außerordentlichen Wesen, die von dem Größten, dem Kosmos, wissen und ihn erforschen können. Das Bewusstsein der Nichtigkeit unseres Menschseins schlägt um in das Gegenteil. Wenn wir vom Kosmos nichts wüssten, ist es dann nicht so, als ob er gar nicht wäre? Das klingt absurd. Aber wir fragen, was wäre das für ein Sein, das nichts von sich weiß und das von niemandem gewusst wäre? Wäre es bloße Möglichkeit des Gewusstwerdens? Etwas, das gleichsam wartet, dass es zur Erscheinung komme, für ein Wesen, dem es erscheint? Sind wir, dieses Nichts im Kosmos, nicht das eigentliche Sein, nämlich das Auge, dem die Welt erscheint? Und unsere Geschichte? Vor ihr sind wir uns der eigenen Kleinheit als Individuen bewusst, aber in einem ganz anderen Sinne. Wir verstehen, was Menschen gewesen sind, getan und hervorgebracht haben. Je mehr und je besser wir verstehen, desto heller sehen wir uns vor einer Unendlichkeit, die uns nicht erdrückt. Sie nimmt uns auf. Unser Verstehen bringt uns in die Nähe des Größten. Wir tun ihm nie genug, doch sind wir trotz unserer Kleinheit bei ihm, von dem wir Antwort erhalten. Was sind denn wir, diese Augen in der Welt, die sehen, wissen, verstehen? Wir sind als Vernunftwesen die Stätte, die einzige Stätte, die wir kennen, an der offenbar wird, was ist. In unserem gegenständlichen Denken, in unserem Verstehen, in unserem Handeln und Schaffen, in jeder Weise unserer Erfahrung. Nun aber noch mehr. Wir sind nicht nur Bewusstsein, sondern Selbstbewusstsein. Es wird nicht nur Seiendes offenbar, sondern dieses Offenbarwerden selber wird sich offenbar. Wir tun einen Sprung vom verstandesmäßigen Erkennen der Gegenstände zum ungegenständlichen Selbstbewusstsein dessen, was wir dabei vollziehen und erfahren. Der Boden, den wir mit solchem Sprung erreichen, ist vom Weltwissen her gesehen nichts. Von der philosophischen Frage her gesehen ist es die Möglichkeit der Gründung eines neuen Seinsbewusstseins. Wir nennen es Grundwissen. Es zu entwickeln, das bedeutet gleichsam über den eigenen Schatten springen,
oder auf dem Kopfe gehen. Versuchen wir es. Wenn immer wir denken, sind wir als Ich auf Gegenstände, als Subjekte auf Objekte gerichtet. Diese Beziehung ist einzigartig, mit keiner anderen Beziehung in der Welt vergleichbar. Das Ich meint einen Gegenstand. Dieses meinende Gerichtetsein ist umso entschiedener, je deutlicher wir denken. Es ist das Wachsein. Dies ist der uns jeden Augenblick selbstverständliche, aber selten bedachte Tatbestand. Bedenken wir ihn, so wird er nur immer erstaunlicher. Wie kommen wir zum Gegenstand? Dadurch, dass wir ihn meinen und meinend mit ihm umgehen, hantierend mit greifbaren, denkend mit gedachten Gegenständen. Wie kommt der Gegenstand zu uns? Dadurch, dass wir von ihm leibhaftig getroffen werden, dass wir ihn auffassen, wie er sich uns gibt, dass wir ihn als Gedankengebilde hervorbringen, das sich uns als richtig aufzwingt. Ist der Gegenstand an sich da? Wir meinen ihn als solchen, der ist und zu dem wir hinzukommen. Wir nennen ihn ein Etwas, ein Ding, einen Sachverhalt, ein Objekt. Doch er ist so, wie er sich zeigt, für uns. Weil wir sind, ist er so, wie er ist. Sind wir nun etwa als Subjekte an sich da, die Ausschau halten nach Objekten, die ihnen vorkommen oder denen wir begegnen? Doch schon bevor wir suchen, muss immer schon ein Gegenstand für uns da sein. Denn unserer selbst sind wir erst bewusst, wenn wir zugleich auf Gegenstände gerichtet sind. Kein Ich ist ohne Gegenstand seiner selbst bewusst und kein Gegenstand ohne Ich. Dasselbe mit anderen Worten, kein Objekt ist ohne Subjekt, kein Subjekt ist ohne Objekt. Wenn sie aber nicht ohne einander sind, wie gehören sie dann zueinander? Wenn sie nicht voneinander trennbar sind, was ist denn das zusammenhaltende Eine, worin sie doch so getrennt sind, dass das Subjekt auf das Objekt meinend gerichtet ist? Wir nennen es das Umgreifende, das Ganze von Subjekt und Objekt, das selber weder Subjekt noch Objekt ist. Die Subjekt-Objekt-Spaltung ist die Grundstruktur unseres Bewusstseins überhaupt. In ihr gelangt der unendliche Gehalt des Umgreifenden erst zur Helligkeit. Alles, was ist, muss in dem Umgreifenden der Subjekt-Objekt-Spaltung vorkommen. Aber das Umgreifende selber können wir nicht als Gegenstand denken, denn dann wäre es zum Objekt geworden. Wollen wir es denken, so müssen wir den Boden preisgeben, den wir in den Gegenständen haben, die wir sie meinen, vor uns haben. Daher suchen wir einen anderen Boden, der weder Subjekt noch Objekt ist. Dahin zu gelangen, vollziehen wir das, was wir die philosophische Grundoperation nennen. Diese ist nicht eine Forschungsmethode, sondern mit ihr geschieht etwas in uns. Ihre sprachliche Mitteilung in Denkfiguren bringt nur Leitfäden. Sie sind nicht anwendbar, um etwas zu erkennen, aber mit ihnen werden uns hell die Weisen des Offenbarwerdens des Seins.
Etwa so. Wenn das, was ist, weder das Objekt noch das Subjekt, weder Gegenstand noch Ich ist, sondern das Umgreifende, das in seiner Spaltung sich offenbart, dann ist alles, was in der Spaltung vorkommt, Erscheinung. Was für uns ist, das ist Erscheinung als Hellwerden des Umgreifenden in der Subjekt-Objekt-Spaltung. Was wir wahrnehmen, das steht mit der Weise seiner sinnlichen Realität in Raum und Zeit. Was wir denken, das steht in den Formen der Denkbarkeit. Es ist dergestalt nicht an sich, sondern in der Spaltung für mich. Nicht etwa ist unsere Welt eine scheinbare Welt. Im Gegensatz zu einer anderen wirklichen Welt, es gibt nur eine Welt. Aber die Frage ist, ob diese, so wie sie in der Subjekt-Objekt-Spaltung erfahren wird, schon das Sein selber ist und ob dieses Sein nichts anderes ist als die erkennbare Welt. Die Antwort, die Welt ist nicht Schein, sondern Realität. Aber diese Realität ist Erscheinung. Als Erscheinungshaftigkeit ist sie getragen von der Wirklichkeit, von dem Umgreifenden, das selber nirgends als Realität in der Welt, als erforschbarer Gegenstand vorkommt. Die Weise des die Subjekt-Objekt-Spaltung Umgreifenden ist nun nicht eine. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Mannigfaltigkeit der Weisen des Umgreifenden. Wir hören etwa, die Farben seien nicht objektiv, sondern entständen durch die Wirkung der elektromagnetischen Wellen auf das Sinnesorgan als subjektive Erscheinungen. Objektiv seien nur die Wellen. Die Welt an sich sei farblos und lichtlos. Aber nein. So wäre es doch nur dann, wenn die Materie, der Gegenstand der Physik, das Sein an sich und nicht selber nur eine Weise der Erscheinung wäre. Es ist ganz anders. Für das Subjekt des sinnlichen Wesens sind die Farben durchaus objektiv. Die physikalische und biologische Erkenntnis zeigt zwar Bedingungen, unter die denen die Farben als Realität auftreten, keineswegs aber sind Farben aus farblosen Wellen zu erklären. Darauf gibt es Hinweise, zum Beispiel der linearen Reihe der Wellenlängen, einem kleinen Ausschnitt aus der viel größeren Reihe der elektromagnetischen Wellen, entspricht nicht eine lineare Reihe der Farben, sondern ein Farbenkreis, der sich in sich schließt. Es gibt eine Objektivität des Farbigen daher, die als solche untersucht wird, ohne Rücksicht auf die physikalischen Bedingungen ihres Auftretens. Zur Objektivität der Farben gehört die Subjektivität in dem beides umgreifenden, lebendigen Dasein. So ist es mit allem Lebendigen. Das Leben ist, wie wir in der ersten Vorlesung hörten, nicht als lebendige Substanz, als ein lebendiger Körper schon genügend aufzufassen. Es ist vielmehr ein Ganzes aus Innenwelt und Umwelt in je besonderer Gestalt. Wer Leben hervorbrächte, müsste je eine umgreifende Welt von Innenwelt und Umwelt schaffen. Wir nennen das Leben Dasein. Das lebendige Dasein nennen wir das Umgreifende, das in Innenwelt und Umwelt gespalten, beide aufeinander bezogen hält. Wir Menschen sind eine Weise dieses lebendigen Daseins, sind als solche eine der Gestalten des Lebens. Diese Weise des Umgreifenden, das lebendige Dasein, weiß nichts von sich.
Wir wissen es, weil wir Menschen auch eine andere Weise des Umgreifenden sind, nämlich das Denken, das meinend auf Gegenstände gerichtet ist und sich selber denkt. Dies Umgreifende ist nicht nur Bewusstsein in der Mannigfaltigkeit seines vielfachen Daseins, sondern ist richtiges oder falsches Bewusstsein. Das Falsche, nur Subjektive, ist endlos vielfach. Das richtige, objektive Bewusstsein ist nur eines, das alles Denkbare und Wissbare in sich schließt und von keinem einzelnen daseinenden Bewusstsein erreichbar ist. Wir nennen es daher Bewusstsein überhaupt. Was die objektiven Farben und Töne in Beziehung auf die Sinnlichkeit des Daseins sind, dem kann man vergleichen die Beziehung zwischen dem subjektiven Denken und dem objektiv Gedachten. Denken vollzieht sich in Aussagen, Kategorien und trifft auf Gedachtes. Wir sagen, etwas sei Ursache, Substanz, Realität und so weiter. Diese Kategorien sind vom Subjekt des Bewusstseins überhaupt erzeugt und zugleich die objektiven Kategorien, in denen alle erkennbaren Dinge für uns stehen. Die Kategorienlehre als Lehre von den Aussageformen unseres Denkens ist zugleich Lehre von den Formen der Dinge selber, die uns vorkommen. Das Umgreifende des Bewusstseins überhaupt hält die objektiven kategorialen Formen der Dinge und die subjektiven denkenden Aussagen zusammen, ohne selber Subjekt und Objekt zu sein. Wir sind nun weiter, nicht nur lebendiges Dasein und Bewusstsein überhaupt. Wir sind Geist, der Bilder und Gestalten schafft. In den schöpferischen Anschauungen unserer subjektiven Fantasie zeigt sich eine geistige Objektivität. Eine ist nicht ohne die andere. Schließlich und zuerst und eigentlich sind wir als mögliche Existenz Freiheit. Existenz in ihrer Freiheit weiß sich bezogen auf Transzendenz, durch die sie sich geschenkt wird. Die Wirklichkeit unserer Existenz ist das Selbst in seinem zeitlichen Werden. Sie ist in unserer Liebe, sie spricht als Gewissen, sie verbindet als Vernunft. Als Dasein sind wir die Mannigfaltigkeit sich selbst behauptender Einzelwesen. Als Bewusstsein überhaupt sind wir das eine, in unseren vielfachen Daseinssubjektivitäten mehr oder weniger gegenwärtige Subjekt des Denkens überhaupt. Als Geist sind wir die Fantasie, in denen uns durch unsere Schöpfungen entgegenkommenden Gestalten reichen. Als Existenz sind wir das Selbstwerden in Bezug auf die Transzendenz, auf den Grund der Dinge. Wenn ich sage, wir seien Dasein, Bewusstsein überhaupt, Geist, Existenz, dann meine ich nicht, dass wir ein Aggregat dieser Weisen des Umgreifenden seien. In uns vielmehr durchdringen sie sich, dienen einander, kämpfen miteinander. Wie die Weisen des Umgreifenden zusammengehalten werden im Dienst der allen erst gewichtgebenden Existenz oder wie sie umgekehrt gleichsam ausbrechen zur Eigenmächtigkeit der vereinzelten Daseinsansprüche, zur Richtigkeit des Bewusstseins überhaupt, die schon die Wahrheit selbst sein will, zur Welt des Geistes, die bezaubert in der Unverbindlichkeit, das ist der nicht aufhörende Kampf in der Erscheinung der Weisen des Umgreifenden.
Das philosophisch entwickelte Grundwissen, das wir hier nur nennen, nicht entfalten konnten, macht den Raum frei. Durch Helligkeit unseres darin sich strukturierenden Selbstbewusstseins. Es löst aus Beschränkungen. Die Medien werden durchsichtig, in denen wir als Existenz wirklich werden. Meine Damen und Herren, ich kehre zum Anfang zurück. Das Grundwissen bringt uns, vermöge der philosophischen Grundoperation, das Bewusstsein der Erscheinungshaftigkeit unserer zeitlichen Realität. Dies hat Folgen in unserer inneren Verfassung. Die Realität ist Erscheinung, aber nicht die Wirklichkeit an sich selber. Wir sind in diese reale Welt geworfen, in der wir mit den Mitteln allgemeingültigen wissenschaftlichen Erkennens uns orientieren, nicht aber über sie hinausblicken. Erst die philosophische Einsicht befreit uns aus der Gefangenschaft in diese Welt samt der gesamten wissenschaftlichen Welt. Der erste Schritt dieser philosophischen Einsicht ist, sich über das Selbstverständliche zu verwundern, was das sei und bedeute, dass wir als Subjekte auf Gegenstände meinend gerichtet sind und dass alle Helligkeit für uns in dieser Spaltung liegt. Aus diesem sich verwundern über das jeden Augenblick Gegenwärtige, das bis dahin Selbstverständliche und Unbefragte, das vorher nicht einmal bewusst Aufgefasste, führen die Fragen weiter. Ist dieses Leben in der Erscheinungswelt wie ein Erwachen aus dem Schlafe, aus dem Dunkel des unvordenklichen Unbewussten? Ist dies die einzige Helligkeit, die es gibt? Oder ist dieses Leben in der Subjekt-Objekt-Spaltung ein Leben wie im Traum? Ist diese Helligkeit in der Tat eine Verdunklung des eigentlichen Seins und meiner selbst? Die Antwort wird durch keine Erkenntnis gegeben, sondern, so wunderlich das auch klingt, durch den Entschluss. Will ich die reale Welt mir gleichgültig werden lassen? Will ich sie nur erleiden, ohne mich auf sie einzulassen? Will ich für nichts verantwortlich sein? Will ich leben, als ob ich gar nicht sei? Dieser Weg wurde in manchen Richtungen asiatischen Denkens beschritten. Sein ist Schein und Schein ist Sein, lautet eine Formel in einem taoistischen Roman, der das menschliche Leben in seinem verwirrenden Zauber, seiner Schönheit, seiner Gemeinheit, seinem Heil und Unheil, seinen Täuschungen und Entlarvungen, seiner Sinnlosigkeit als ein nichtiges Spiel zeigt. Solche Sätze, Sein ist Schein und Schein ist Sein, sprechen eine innere Verfassung aus, in der alles verschwebt, verweht, vergeht. Oder will ich durch meine Lebenswirklichkeit, meine Verantwortlichkeit und das Erkennen zur Helligkeit in dieser Erscheinungswelt gelangen in der Erwartung, dass es für uns der unumgängliche Weg ist, zu jeder darüber hinausliegenden möglichen Helligkeit von anderswoher? Dann ist uns die Erscheinung nichts weniger als Schein, das Leben kein Traum. Die Einsicht aber, dass unser gesamtes endliches Erkennen immer zugleich ein Zustand der Befangenheit ist, verlieren wir dabei nicht. Die Frage ist vielmehr, können wir denkend, gleichsam außerhalb unseres Erkennens einen Ort finden, von dem her dieses Erkennen im Ganzen durchschaubar ist? Von dort her gelange ich zwar nicht zu einem neuen Wissen und neuen Zielen in der Welt,
aber ich verwandle von dort her mein Seinsbewusstsein und damit mich selbst. Solchen Fragen hingegeben, erkennen wir eigentlich nur an, was wir längst als Wirklichkeit in uns trugen, aber durch Befangenheit in den Realitäten der Erscheinung noch nicht dachten. Schon mit der Einsicht in die Erscheinungshaftigkeit des Daseins haben wir durch unser Seinsbewusstsein das Gefangensein in der Subjekt-Objekt-Spaltung durchbrochen. Aber wir bleiben, indem wir es erkennen, in dem Gefängnis dieser Spaltung. Unsere Befangenheit ist gewichen, nicht unsere Gefangenschaft. Ein Licht ist uns aufgegangen, in dem alles sich verwandelt. Aber es zeigt sich keine andere Realität. Nach einer solchen anderen Realität aber möchte unser sinnliches Verstandesdasein greifen können. Wir möchten die Subjekt-Objekt-Spaltung nicht nur durchschauen, sondern über sie hinaus, jenseits ihrer Fuß fassen. Zwei für uns nicht gangbare Wege sind beschritten worden. Der erste Weg führt aus der Welt hinaus. Die Erfahrung einer mystischen Vereinigung mit dem Sein selbst, Unio Mystica, sind kaum zu bestreiten. Aber es sind Erfahrungen ohne Mitteilbarkeit für den, der aus jener Erfahrung in diese gemeinsame Welt zurückkehrt. Ihre Deutung ist vielfach und fraglich. Trotz der Flut der bilderreichen Aussagen sind sie nicht zu verstehen, außer von denen, die sie selber kennen. In der Bewusstlosigkeit oder Überbewusstheit des Unmittelbaren der Unio sind Gegenstände und Ich verschwunden. Jede Bewusstheit von etwas und von mir selbst ist aufgelöst. Die Subjekt-Objekt-Spaltung ist nicht mehr da. Es handelt sich von uns her gesehen um einen Ausnahmezustand, aus dem der ihn Erfahrende zurückkehrt und etwas mitzubringen scheint, als ob es ein Wissen sei. Er ist überwältigt, als ob ihm die letzte Einweihung zuteil geworden sei. Aber im Medium der Sprache unseres, uns alle verbindenden Bewusstseins ist die Erfahrung, die alles zu sein schien, wie nichts. Man darf sich daher nicht auf sie berufen. Wem die echte mystische Erfahrung nicht vergönnt ist, der weiß nur, dass sie praktisch in der Welt, auch wenn er sie hätte, für ihn ohne Folgen wäre. Auf dem zweiten Wege wird eine jenseitige, andere, vermeintlich reale Welt als Gegenstand. Leibhaftig steht sie in Visionen vor Augen. Sie bezwingen den, der von ihnen ergriffen ist. Sie werden zu rational geformten Gebilden, Visionen, Systemen. Solche übersinnlichen Visionen gibt es als reale und ursprüngliche Erfahrung bei Geisteskranken. Andere können mit ihrem normalen Bewusstsein sie nur nachvollziehen, indem sie zuhören und ihre Fantasie spielen lassen. Wer es nicht aushält in der schwebenden Sprache der Schiffer und wer die Erschütterungen des Schicksals nicht erträgt, der wird in diesem Wissen des Übersinnlichen befreit von seiner Freiheit, erlöst aus den Grenzsituationen, entlassen aus den Fragen Hiobs. Er hat etwas in der Hand. Aber der Preis ist der Verlust der Wahrheit. Wir sehen hier Täuschung, Selbsttäuschung, Verführung. Mystik und Visionen helfen uns nicht. Nur in der Subjekt-Objekt-Spaltung selber können wir durch Helligkeit der Verwirklichung dahin gelangen, wo wir in ihr, durch sie, des Umgreifenden gewiss werden.
dann verfallen wir weder an das Objekt noch an das Subjekt, sondern leben im Umgreifenden. Meine Damen und Herren, unsere bisherigen Vorlesungen zeigen, dass das philosophische Denken nicht von einer einzigen Art ist. Als wir über den Kosmos und über die Geschichte sprachen, suchten wir an die Grenzen zu gelangen. Die Grenzen als solche haben die Anziehungskraft, so dass das Wissen selber nur stattzufinden scheint, um diese Grenzen zu erfahren. Das ist eine Methode des Philosophierens, sofern der Forscher selber von diesem Antrieb beseelt ist, um von ihm geführt, nur umso genauer in das konkret Wissbare einzudringen, handelt es sich um die Philosophie in der Wissenschaft. Eine ganz andere Methode brauchten wir in der heutigen Vorlesung. Statt von Gegenständen in der Welt gehen wir aus von dem Gegenwärtigen. Wir vergewissern uns, wie wir uns in der Welt finden. Das Umgreifende ist nur, sofern es sich in der Spaltung von Ich und Gegenstand erscheint und sich gleichsam als Gegenstand seiner selbst in der Subjekt-Objekt-Spaltung bewusst wird. Solche Vergewisserung ist für ein wissenschaftliches Wissen, das an Gegenstände gebunden ist und von etwas in der Welt wissen will, nichts. Es bringt kein Wissen, sondern es erhält unser Seinsbewusstsein. Der Sprung zu ihr ist für den Verstand nicht möglich. Er geht mit dem Verstand über den Verstand hinaus, ohne ihn zu verlieren. Es handelt sich um eine andere Denkerfahrung. Einem gegenständlichen Denken nicht selber Greifbares wird gegenwärtig. Wir gewinnen einen Raum, in dem nicht mehr ein Erkennen von etwas stattfindet. Wir gelangen in Horizonte, die nicht mehr etwas bisher Unbekanntes in der Welt zeigen, wenn wir uns in ihnen bewegen. Es ist ein Denken, für das unsere Welt vielleicht in einen Lichtschein treten kann von anderswoher, was als bloßes Weltsein ohne die Dimension der Tiefe bliebe, wird von dort her aufgeschlossen.